Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch diesen Kurs. Wir hatten beim letzten Mal angefangen, eine Canvas auf den Bildschirm zu setzen, eine Leinwand, auf der man zeichnen kann, hatten auch schon ein Rechteck auf die Leinwand gebracht. Und in diesem und den folgenden Video möchte ich euch zeigen, wie man einen Kreis zeichnet. Das werden wir in diesem Video machen. Und wie man die Eigenschaften manipuliert. Und ich habe das zweigeteilt, weil ich euch nochmal zeigen wollte, erstens, wie man die Größe des Kreises verändert. Das ist die eine Sache, das werden wir in diesem Video machen. Und dann auch, wie man die Farbe verändert. Und das ist ein bisschen komplizierter. Da werde ich euch auch nur sozusagen so den Anfang zeigen, was man damit machen kann. Aber ich denke, das ist schon mächtig genug, dass ihr euch dann sagen könnt, okay, super Sache, was man damit tun kann. Und denke, und das wird für euch mit Sicherheit auch sehr interessant sein, ich werde dann am Ende, wenn wir sozusagen alle Widgets uns grundlegend angeschaut haben, dann werde ich euch nochmal eine umfassendere Einführung in diese Canvas geben, weil ich denke, es ist doch ganz wichtig, solche oder viele Sachen auch grafisch darzustellen und einfach auch sehr benutzerfreundlich. Gut, hier erstmal so ganz grundlegend die Sachen, die wir zu tun haben. So, wir gehen gleich mal in unser Programm hinein. Das erste, was ich machen möchte, weil ich so gerne faul bin, ich werde mir mal die Variable, in der ich die Canvas packe, die werde ich mir abkürzen. Ich möchte nicht immer Leinwand eintippen und ich mache daraus jetzt mal die Variable LW. So. Das ist das allererste, was ich mache. Dann werde ich mir einen Kreis zeichnen und das kann ich so machen. lw.createOval und den setze ich jetzt mal auf 50, 50, 100, 150, 150, und fill mache ich ein red. So, wenn ich das Ganze jetzt laufen lasse, dann sieht das folgendermaßen aus. Achtet bitte darauf, das grüne Rechteck ist immer noch da, das ist aber überzeichnet worden von dem roten Kreis. Wenn ich den roten Kreis kleiner mache, dann sieht man das auch wieder. Dann haben wir hier unten das Label und die Scale und die funktionieren zwar noch, so wie wir das letzte Mal gemacht haben, aber sind noch nicht mit dem Kreis irgendwie verbunden und natürlich auch noch nicht die Werte entsprechend gesetzt. Das wollen wir jetzt erstmal als allernächstes machen. So, ich möchte, dass die Scale von 0 bis 200 geht. 200. So, die Resolution möchte ich auf 1 setzen, so, weil wir dann die Größe berechnen und bei den Bildschirmpunkten gibt es keine Kommastellen. Jetzt ist die Größe aber, wenn ich sie weglasse, sowieso auf 1. Das heißt, ich kann mir hier diesen ganzen Parameter ersparen. Die Orientierung horizontal ist okay. Es sollen keine Werte gezeigt werden. Die Länge, die kann ich gleich rauspacken. Ich zeige euch wieso. Die Slider Length ist in Ordnung. Dann möchte ich dieses Intervall, dieses komische, das möchte ich weghaben. Und die Digits, also die Anzeige, wie viele Zeichen übergeben werden von der Scale als Parameter, die möchte ich auch weghaben. Sondern der soll das so machen, wie er das für richtig hält. Also setze ich den Default-Wert und der Befehl Zeigwert, der ist in Ordnung. So, wie kriege ich das Label dazu, dass das links und rechts schön an dem Fenster dran sitzt, ohne dass ich mir groß berechnen muss, wie lang das sein muss? Dazu gibt es bei dem Befehl pack den Parameter fill, also füllen, und den setze ich auf x und jetzt macht er mir von der einen bis zur anderen Seite füllt er mir das Label aus, egal wie groß das Fenster ist. Dasselbe kann ich bei Scale machen. So, und
Jetzt werdet ihr sagen, naja gut, aber mit Length setze ich ja die Länge von meinem Scale. Und tatsächlich wird diese Option durch dieses Fill, was ich in Pack reinsetze, überschrieben. Das heißt, hier dieser Parameter, der wird als irrelevant gesetzt. So, ich kann euch das auch mal zeigen. Das, so. Jetzt seht ihr, also es ist schön ausgefüllt. Die Scale ist von links, von dem linken Rand bis zum rechten Rand läuft die. Genauso das Label. So. Und das heißt, ich kann mir hier die Option Length, die kann ich mir rausnehmen. Die brauche ich nicht mehr. So, das ist das Erste, was ich habe. Jetzt möchte ich meinen Kreis, den möchte ich jetzt manipulieren. Und ich möchte den ja am Anfang auch ganz klein haben. Und damit ich den manipulieren kann, weise ich jetzt dem eine Variable zu. Die nenne ich Circ. So. Wenn ich das nicht tun würde, dann könnte ich dem Programm nicht sagen, es handelt sich um mein Objekt Circ oder um dieses eine bestimmte Oval, was auf dem Bildschirm sitzt. Und das sollst du jetzt verändern in seinen Größen. Und dazu brauche ich eben die Variable. Und wenn ich das nicht machen würde, dann könnte ich einfach nur auf den Bildschirm draufzeichnen. So. Und jetzt gehe ich hier oben in meinen Befehl Zeigwert rein. Das ist erstmal in Ordnung, was wir hier bisher geschrieben haben. Und jetzt gibt es den Befehl Coords für die Canvas. Also Coordinations ist das wahrscheinlich die Abkürzung. Und hier schreibe ich als erstes rein, welches Objekt ich verändern möchte. Und dann übergebe ich dem eine Liste von Parametern. Nämlich zwar genau die Parameter, die ich auch hier hinten bei Create Oval drin habe. Aber, und das ist das Besondere, es sind eben die Parameter der Koordinaten. Nur. Ja, so. Und hier möchte ich jetzt 50, 50, so würde sich jetzt der Kreis überhaupt nicht verändern. Und hier hinten bei dem linken unteren Bildpunkt oder Eckpunkt, da setze ich jetzt den Wert von S-Wert rein. Und S-Wert ist immer noch eine Zeichenkette, das heißt, ich muss die umwandeln in eine Zahl. Und das muss ich hier genauso machen. Int S-Wert. So. Und damit verändere ich den linken unteren Eckpunkt und könnte natürlich hier alles Mögliche manipulieren, den rechten oberen Eckpunkt. Ich könnte das also verschieben, sich bewegen lassen, ohne die Größe zu verändern, indem ich einfach dann hier einen bestimmten Wert angebe oder ein bestimmtes, kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. So. Aber wir wollen jetzt erstmal den Kreis vergrößern. Ich speichere das Ganze ab, das war es nämlich auch schon. Also geile Sache, man kann also ganz einfach die manipulieren. So, und wenn ich jetzt hier entlang ziehe, seht ihr, wie das größer wird und wie das wieder kleiner wird. Wunderbar, also es funktioniert fantastisch. So, und ich könnte natürlich jetzt auch sagen, gut, ich setze meinen roten Kreis auf eine bestimmte Größe und mache das Ganze stattdessen mit dem grünen Rechteck. Das ginge auch, dann müsste ich dem grünen Rechteck allerdings auch, das kann ich euch jetzt auch mal zeigen, müsste ich dem eine Variable zuweisen. So, aber das könnt ihr selber mal ausprobieren. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie man statt einer Vergrößerung eine Bewegung hinkriegt. Dann setze ich nämlich einfach dieses S-Wert als Variable mit dazu. So. Und jetzt bewegt er sowohl den rechten oberen, die rechte obere Ecke als auch die linke untere Ecke. Umgekehrt die linke obere Ecke und die rechte untere Ecke. So. Und jetzt seht ihr, der hat schon von Anfang an einen festen Wert, eine feste Größe, der rote Kreis. Und wenn ich das jetzt
hier entlang schiebe, dann bewegt sich einfach der Kreis über den Bildschirm entlang den vorgegebenen Zahlen, die ich ihm übergebe. So, also eine wunderbare Sache. Man kann ganz, ganz leicht darüber, dass man die Variablen zuweisen kann, die Objekte auf der Canvas, kann man die manipulieren, verändern, wie man will, wie man lustig ist. Und das zeige ich euch im nächsten Video, wie man andere Parameter dieser Objekte verändern kann. Ich denke, jetzt reicht es erstmal. Das Video ist auch schon recht lang geworden. So, ich hoffe, das war erhellend für euch. Und wenn es euch gefallen hat, drückt bitte einmal einen Daumen hoch. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ich zeige euch, wie man noch mehr Sachen von solchen Objekten manipulieren kann. Bis dann!